deinen Wagen und komm zu meiner Garage. Die Straßen sind eh leer gefegt und kein Rennen in Sicht. Wage es nicht, mich wieder warten zu lassen. Bis nachher. Und Freunde, und damit willkommen zu Part 2 von Need for Speed Underground 2, ne? Wie ihr bereits wisst, haben wir das Tutorial schon durchgespielt, ne? Und, ja, ich bin echt überrascht, dass ich gefällt das Let's Play zu dem Game sehr. Und das freut mich natürlich, weil mir gefällt das Spiel genauso. Und letztes Mal war es schon zur Garage gefahren, müssen wir aber noch mal hin scheinbar, weil da kein Speicherpunkt existierte. Naja, machen wir halt nochmal, ne? Kleine Rundfahrt macht der wohl nichts. Aber ja, noch zuletzt erklärt, der hat Licht aus da, ne? Damit man sieht, aha, da ist so und so eine Tuningstation und so weiter, ne? Da wollten wir ja schon letztes Mal zum Lackier Shop, um unsere Karre vielleicht mal einen anderen Farbton zu geben, aber macht er nichts, ne? Vielleicht sollten wir auch erstmal ein paar Rennen machen, ne? Weil Kohle braucht man immer. Oh, ich finde das Fahren in dem Game echt sehr entspannt, ne? Das klappt echt gut. Da haben wir schon wieder was übersehen. Ich glaube, das war genau das gleiche wie letztes Mal, ne? So. Ja. Den Film war schon so. Hä? Hey. Der hat gar nichts gebracht. Ne, scheinbar nicht. Okay. So, rein hier. Ja, zweimal die Garage. Hör gut zu. In der Bayview-Rennszene geht ohne mich gar nichts. Und falls du es noch nicht gemerkt hast, die Rennszene hier ist total angesagt. Du findest alles, was dein Herz begehrt, wenn du weißt, wo du suchen musst. Drags, Drifts, Rundstreckenrennen und mehr. Du glaubst nicht, was wir schon alles erlebt haben. Natürlich ist auch jede Menge Geld im Spiel. Und für Elitefahrer gibt es die Underground Racing League. Das sind Rennen, zu denen man extra eingeladen wird. Mit Kohle und Respekt en masse. Alles, was du brauchst, sind Connections und eine gute Empfehlung. Der Laden gehört mir und du bist nur ein Gast. Ich hab das Sagen, also hör zu. Da hinten ist Tommy. Er zaubert dir die tollsten Sachen unter die Haube. Wart's nur ab. Ich muss jetzt los und melde mich bei dir. Hey, Rachel hat alles geregelt und du bist fit für die Straße. Einen Garagenplatz hat sie dir auch reserviert. Ich zeig dir wo. Bin mir sicher, das hatten wir letztes Mal auch schon angeguckt. Aber okay, macht nichts. Okay, Doppelgummoppel hält besser. Der Platz ist für dich. Du kannst hier Teile und Ausrüstung lagern. Es gibt hinten auch Werkzeug, wenn du deinen Wagen tunen willst. Aber erstmal speichern. Fein, so. Sponsorin? Okay. Welche Wagen haben wir? Cooles Schloss irgendwie, ne? Man hat 5 Wagen. Letzte, okay, das ist schon mal gut Sinn. Ah, die schalten wir, glaube ich, nur frei, wenn wir beim Karosserieladen waren oder so. Oder ab einer gewissen Stufe oder irgendwie sowas. Ja, auf den habe ich schon richtig Bock hier. Neo und so Tier. Die Spinner und sowas, das ist schon ganz cool gemacht. Gut, gehen wir erstmal weiter. Die so auch mal, habe ich gerade gespeichert. Naja, macht nichts. War schon mal doppelt. Zack.
Ja, ich bin gespannt, was jetzt für Rennen kommen. Hätte auch nichts gegen Driftrennen oder so. Die sind auch immer ganz spaßig und sehr einfach, muss man sagen. So. Übrigens, ich habe vergessen, dir zu sagen, dass in der City heute Abend ziemlich was los ist. Ich habe dir die Locations auf deine Karte hochgeladen. Kannst gleich schon mal So. anfangen, dir einen Namen zu machen. Was ist ein Blau nochmal für ein Rennen? Das Drift? Street X. Ach so, das sind diese. Okay, hör mal her. Genau. Was du jetzt erlebst, ist der Street Cross. Die sind Das ist der geil. heißeste Kick in der Racewelt. Die Strecken hier sind echt krass. Die Kurven sind so eng, dass du verdammt aufpassen musst, wie du sie nimmst. Tu alles, um den anderen Typen beiseite zu schieben und die Innenlinie zu erwischen. Hier sparst du nämlich eine Menge Zeit. Stimm deinen Wagen auf schnelle Sprints und satte Kurvenlage ab. Alles klar? Cool. Dann zeig deinen Gegnern, wo der Hammer hängt. Da kriegen wir hin. Das ist nämlich sozusagen so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Battle, so, ne, mäßig, dass du die Atzen dann wegkickst, also gegen die fährst, ne, und dann die Leute überholst. Oder halt durch Kurven, ne, wenn man eine ganz enge Kurve nimmt, fährt man ja, nutzt man beziehungsweise die Gegner als Wand. Kann dadurch schön abkürzen, ne? Weil man da in der anderen Seite reinfährt. Oh, der hat die gleiche Karre wie wir, sieht aber völlig anders aus. Schlecht, schlecht, schlecht. Hier, so meine ich das natürlich. Gut für eine Kurve. Boah, siehst ja nichts. Machst ja nur direkt da vorne. Sag mal. Ja, gar nicht hier. Ja, schön. So, jetzt hat es mir aber auch vorbei. Überholt uns der nächste. Ach, da ist ja auch noch einer. Hö, wie kann das denn? Ah, ich glaube, der andere, der umgedreht wurde, den habe ich aber nicht umgedreht, sondern der hinter mir. Oh, das Brennen. So cool da hinten. Ach, da war schon schön. Das war der gleiche Wagen wie unser Kraft, ne? Hochpunkte, sehr schön. Ja. Sauberes Rennen. Aber ich habe noch einen kleinen Tipp für dich. Ich weiß ja nicht, wie das in dem Nest so war, aus dem du kommst, aber einfach nur gewinnen reicht hier nicht. Du musst dir einen Ruf aufbauen. Demütige deine Gegner. Der Vorsprung ist genauso wichtig wie der Sieg. Warte mal, Anne ist gerade ganz gut. Hey Mann, falls du es noch nicht wusstest, hier in Bayview bin ich der absolute Experte für Tuning-Teile. Wenn irgendein Shop ein richtiges Sahneteil auf Lager hat, das du dir ansehen solltest, schicke ich dir eine SMS. Pass auf, solche Parts gehen schnell weg. Bevor du dich jetzt bei mir bedankst, ich habe mir noch nicht überlegt, was du mir dafür schuldest. Bis später. Nichts schuldig dir. Du hilfst mir doch einfach nur. Du bist doch nur ein netter Mann. Das ist ein Drag-Rennen, oder? Oh, das ist schwierig. Okay, Mann. Also, Street Drag ist eigentlich die Grundlage für das, was wir machen. Weißt du, der Trick ist die richtige Drehzahl. Du kannst die anderen nur stehen lassen, wenn du im richtigen Moment startest und mit Speed in Führung gehst. Aber wenn du zu langsam bist, hast du schon verloren. Nach dem Start Alter. kommt das Schalten. Das Geheimnis dabei ist der perfekte Schaltpunkt, weil du nur da die maximale Power hast. Wenn du den Gang zu früh oder zu spät reinwirfst, dann ist das Rennen schon so gut wie gelaufen. Wenn dich ein anderer Typ überholt, bleib cool und fahr in seinen Windschatten.
Da kannst du Speed aufbauen und den dann wieder kassieren. Oh Mann, das ist sowas von lässig. Bist du bereit? Okay, dann zeig, was du kannst. Was von lässig. Ich weiß gar nicht mehr, wie man schaltet. Weil das ist ja ein älteres Spiel, ne? Wie ihr wisst. Sieht man ja auch, klar. Trotzdem ist es ein sehr cooles Spiel. Einfach das beste Need for Speed, was es jemals gab. Und meiner Meinung nach natürlich. Ja, wie schalte ich? So? Wie schalte ich? Wie schalte ich? Ah, okay. Ja, ich muss erstmal die Steuerung wissen. Mit R2 schaltet man. Also die Taste holt man heutzutage nicht. Games Gas gibt. Was? Überdreht? Das war doch blau. Komm. Da müssen wir immer bei grünen scheinbar machen. 186 Kammer. Okay, nicht schlecht. Oh, ja, wie gesagt, ne? War klar, dass wir verlieren. Wir müssen nochmal, denn das war klar, dass wir verlieren, weil wir noch die Steuerung üben müssen. Aber da steht ja auch hochschalten. End. Das war nicht überdreht, das war blau. Ja, das war mal easy jetzt. Jetzt ist es zu gut. Sagen wir fahren in der Karre rein, dann nicht. Für die, die es nicht wissen, wir müssen nur die Spur wechseln, ne? Also lenken an sich tut er alleine. Wir müssen nur immer nach rechts oder nach links einstellen, ne? So wie Subway Surfers könnt ihr euch das vorstellen. Gott, haben wir geschafft. Da ist das Geld und die Rufpunkte, sehr schön. Ich frage mich nur wirklich, wofür die Rufpunkte sind. Ist das eine Art Level? Oder sozusagen so, ey, der hat so und so viele Rufpunkte, der ist jetzt voll bekannt im Sinne von, du kriegst mehr Rennen, so? Aber das weiß ich nicht. Das weiß ich echt nicht. Wurde mir auch noch gar nicht erklärt im Spiel, ne? Wie soll ich das denn noch wissen? Spezialteile-Shop? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Dass es was gab. Wieder. Schön. Sprintrennen war das, ne? Stand da, glaube ich. Irgendwie ist witzigerweise der Fokus immer der zweitschnellste bei uns, ne? Schon sehr witzig. Fokus holt sich wieder den ersten nach vorne. Da sehe ich mich aber gerade, deswegen. Oh! Karre, die lenkt echt sehr gut. Bisschen zu gut. Ja, sie ist jetzt schon Erster. Ah? Doch sind die Rennen einfach. Bis wir halt den Tuning-Shop haben, ne? Das wird schwieriger. Ah doch, die ist eine Abkürzung. Ich dachte gerade wegen der Wand. Schade. Wir haben eigentlich noch gar kein Nitro. Wir haben gar nichts, ne? Wir haben noch voll die Standardkarre. Das ist echt sehr witzig irgendwie.
Dass wir die Leute dann so abziehen. Ohne Nitro oder alles, ne? Das ist witzig. Ich finde auch cool, wie sich die Lichter so bewegen, ne? Habe ich schon damals immer gemocht, wie die so wackeln, die Lichter. Ist ja auch realistisch, ne? Wenn ich da links fahre, dass die Lichter nach rechts da gucken und nicht einfach immer noch geradeaus, ne? Das macht schon Sinn. Ich würde mir auch sehr, sehr stark wünschen, dass mal ein Remake rauskommen wird für das Game, ne? Aber bisher sieht es immer noch schlecht aus, ne? Wegen jedes Game, aber das finde ich eigentlich schade. Aber naja, vielleicht irgendwann mal. Oh, sehr schön wieder das Geld. Und die Rufpunkte natürlich auch, klar. Weil irgendwas werden die ja wohl bringen. Verströmt, aber ja, kennen wir. Hotel Plaza, so. Ich meine, hier irgendwo gab es einen Shop in der Nähe. Können wir gleich suchen. Da klatschen sie alle. Wer ist er denn da rechts? Der steht ganz komisch da. Cool. Und ich knall dich gegen die Wand. Ja, schön. Muss ich nämlich überholen. Du bist eh eine Dreckskarre. Du kannst ja mega eins. So, der da vorne ist, glaube ich, genau die gleiche Karre. Guck mal locker rein. Tschüss. Schön. Ah, erster Geburt. Oh, da ist er. Da ist der Shop. Body Shop. Aber ist das hier in der Nähe? Weiß nicht. Weil man hat das Licht gesehen, ne? Ja, das ist Hotel Plaza hier in der Nähe, ja? Ja, doch, die erste Runde haben wir. Jetzt kommt die zweite, genau. Gut, die Kurve genommen. Sehr schön. Ja, noch haben sie keine Chance. Das war Asi. Der ist in mir reingefahren. Nein, eigentlich ihn, aber egal. Noch mal locker um ersten. Auch wenn es schwierig wird.
Schön. Ich finde das auch cool, wie man so die Kupplung hört, ne? Hört man genau hin. Hast du gehört? Wie so ein leichter Schlüsselsound oder so. Statt hier an. Schon ganz cool. Weil das so ein. Ja, ihr hört's ja hoffentlich. Zumindest die Leute mit dem Kopfhörer sollten es hören. Auf dem Handy wird's, glaube ich, schwierig. Aber man hört auch über die Kupplung, das ist auch cool. Ich benutze die ganze Zeit die normale Bremse. Ach so. Ja, hier ist auch einer in der Nähe. Dann nehmen wir mal die Handbremse aus. Ja, okay, das ist natürlich viel krasser zum Lenken, ne? So, rechts ist ein Shop, steht da. Dann gehen wir nach rechts. Jetzt links, okay. Ja, doch, hier war ich schon öfters. Und hier irgendwo. Ich glaube, links ist oder Einfahrt oder so. Oh, das Burger King. Ist das beim Burger King? Was ist denn? Aha, ich glaube hier. Hier oben war auch mal irgendwas. Geld oder irgendwas. Hier doch nicht. Hm. Lack- und Deko-Shop gibt's ja auch. Okay. Links ist Lackshop, okay. Ja, doch, hier war man schon öfters. Wusste ich's doch. Ah, da war ich, wo der Lackshop ist. Ich komm da ganz hinten durch. Ne, da. Wir sind schon ganz hinten. Endlich, wir haben ihn. Jetzt wird er nämlich auch markiert. Auf der Karte. Zu machen musst du gewinnen, aber dein hier ist sozusagen der Schönheitssalon für deinen Wagen. Mach aus ihm mit Speziallackierung ein Einzelstück. Okay, wir haben ihn hochgeladen. Was machen wir für eine Farbe? So Silber? Oder nehmen wir ein Blau? Aber sehe ich mich ja wohl auch. Und dann würde ich aber sogar eher das Blau nehmen. Ja. Das nehmen wir. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir? Ach so. Vinyls ermöglichen die mit Lackierungen nicht drin sind und machen aus deinem Wagen ein Kunstobjekt. Ah ne, ich will keine Vinyls, die mag ich eh nicht so. Hier findest du jede Menge Sponsorenaufkleber. Lass die Zuschauer wissen, welche Marken in deinem Monster lauern. Ja, weiß ich nicht, nee. Bin ich so der Abkaufen? Ach so, na klar. Ich will mal die Farbe haben.
Ja, das wär's ja, ne, wenn ich sag, hey, ich will mal meine Karre in schwarz lackieren. Und dann fragen die so noch, willst du das überhaupt kaufen, obwohl es schon drauf ist? Nö, und tschüss. Und dann so ein bisschen es wieder gelb lackieren. Oh Gott. So, ich würde gerne noch den Karosserieschutz finden. Das liegt mir schon sehr im Herzen. Dann haben wir nämlich, glaube ich, alle Shops. Außer diesen Spezialteile-Shop, woher auch immer der ist. Oh, das Geld. Immer mitnehmen. Ah, wir müssen mal genauer auf die Schilder gucken. So, gibt's hier irgendwo ein Schild? Nö. Ah, super. Da. Rechts steht da. Haben wir direkt rechts. Und dann wieder rechts. Hier vorne schon rechts? Nee, ne? Hier rechts. Und jetzt? Hier vielleicht, weil das so ein bisschen auffällig aussieht. Na, hier waren wir auch schon. Doch, da vorne! Da vorne! Die waren so nah! Ich hab's aber nicht gesehen. Da ist er, der Body Shop. Genau den haben wir doch die ganze Zeit gesehen. So. Wenn dein Schlitten schon nicht schnell ist, muss er wenigstens cool sein. Hier kannst du mit speziellen Parts für deinen eigenen Style sorgen. Ah, da bin ich. Naja, ich weiß nicht, da bin ich. Bin irgendwie Standard am coolsten. Ah ne, ich glaube die Karre, die machen wir nicht. Vielleicht hier so, aber. Ne, ich finde irgendwie Standard am witzigsten. Sieht Standard auch am besten aus. Standard auch am besten. Oh ja, so einen dicken Apfel, den nehmen wir mit. Felgen. Ich würde gerne Spinner haben, aber die gibt's hier nicht. Gab's irgendwo anders. Eine Grabe gab's hier, ne? Ah ne, dann lassen wir die Felgen Standard erstmal. Ja, gut. Sehr schön. Dann suchen wir jetzt nochmal den Tuning Shop. Wie öffne ich die Karte? Ah! Ah, ich dachte, ich kann dann nach links, Moment.
Yo, der ist mir aber reingefahren. Betrug. Anscheinend war ich ihn noch gar nicht. Was? Deswegen hatten wir die Sachen auch noch gar nicht frei. So, und tun wir den mal schön auf. Hey, erstmal Nitro, das ist am wichtigsten. Nee, dann machen wir erstmal die Kürzungen, oder? Speed, also tune deinen Motor so gut du kannst und genau hier ist der richtige Ort dafür. Was kostet denn da ganze Dinge? Paket. Alter Schwede. Dein Motor muss auf die ganzen neuen Teile. Das bringt am meisten bisher. Im Antriebsstrang verlierst du die Meile. Bringt sehr wenig. Jedes Upgrade hilft dir als. Bau dir ein härteres Fahrwerk ein und deine Karre liegt in Kurven viel besser. Da bin ich ehrlich. Wir nehmen den hier. Bärensteller. Nix da. Du kostest sogar recht wenig. Die können wir uns sogar noch leisten, sauber. Aber ich konnte nicht holen. Ah, hätten wir auch holen können. Na, egal, macht nichts. Macht gar nichts. Ja, komm. Sehr schön. Gut, Freunde, dann würde ich aber auch an der Stelle sagen, war es das auch schon mit dem Part 2 von Need for Speed Underground 2, ne? Und wir werden nächstes Mal mit unserer neuen schnellen Karre losstarten in Part 3, ne? Und falls euch Part 2 gefallen, lasst mich gerne wissen, ne? Zeigt es gerne mit einem Like, ne? Oder ein Abo, ne? Würde mich auch freuen, ne? Und aktiviert natürlich gerne die Glocke, damit ihr den Part 3 nicht verpassen werdet, ne? Und sonst würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao.